So, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, heute machen wir den 7 Missionen hauptsächlich. Ich war gerade bei dem, ja, Moment. Bei ihm hier und er hat sich bedankt, dass wir seine ganzen Zivilisten zurückgeholt haben. Einfach noch einen kleinen Dialog und so. Und Shepard fragte, wie viele, und er sagte bloß, ja, nicht genug. In seiner recht monotonen Sprache. Und ich habe noch nachgeschlagen, bei den 7 Missionen müssen wir beim zweiten Terminal müssen wir die Codes holen. Und dort. Mit denen müssen wir dann zurück zur Botschaft gehen. Und diese abgeben. Wir schlagen also quasi zwei Fliegen in einer Klappe. Zum einen die N7-Mission, die nicht sehr groß ist. Und zum anderen kriegen wir eigentlich die Codes. Und ihr habt es schon am Anfang gesehen. Ich habe mit dem Turianer gesprochen am Café und eigentlich mal diese eine Quest abgegeben, den ich schon die ganze Zeit gesucht hatte. Wie bekloppt. Damit wäre das auch erledigt. Das Questfeld ist sehr, sehr klein geworden. Beschränkt sich jetzt auf DLC, Hauptquest und halt ja N7. Und das ist halt ja verbuggt. Ja, das ist auch nichts mehr. Wir können nicht mehr zurück. Das ist irgendwie ein Bug. Dazu müssten wir die Schilder lesen auf dem Planeten. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. So, aber jetzt geht's zum Wesentlichen zurück. Und zwar zu dem, was ich eigentlich vorhabe. Nämlich die N7-Mission. Und Hauptmissionen? Viele kommen wirklich nicht mehr. Ich glaube, nach Horizon kommt noch eine andere, wie gesagt, und dann, ja, geht's auch schon zum Finale. Deswegen werde ich jetzt alles abarbeiten, was geht. Um mich auf das große Finale vorzubereiten. So. Überall da, wo es blinkt, glaube ich. Ja, überall da, wo es blinkt. So, Kommunikationszentrum. Auf geht's. Nochmal zum Lesen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr abpausen. Wir landen jetzt auf dem Planeten. Ich werde diesmal nicht so viele Waffen mitnehmen. Ich habe die mit dem Rad beherzigt von der Wattezilla. Werde mir genau überlegen, welche Sachen ich mitnehme. So, und weil sie kaum was zu tun hatte, nehmen wir einfach mal Edi mit ins Gefecht. Ansonsten beschwert sie sich noch total über mich. Ja, Edi kam ein bisschen kurz, von daher, ja, nehmen wir sie einfach mal mit. Damit sie halt auch mal wieder kämpfen kann. So, wechseln auf leer. Und weg. Bin ich mit zufrieden. Achso, Moment, wir können ja. Warte mal, beim Präzisionsgerät kann man das machen. Das und zum anderen. Nämlich nochmal das. Ja, ist doch gut.
Moment mal, ich habe doch so ein Schrot-Update, glaube ich. Ja, einmal das Thermomagazin. Zum anderen. Ja. Kapazität und nehmen wir Schaden, haben wir nichts. Ja, nehmen wir das. So, hier können wir nichts machen. Aber bei Edi kann man eine ganze Menge machen. Tauschkörper zum Beispiel. Ja, das klingt doch nice. Dann das. Ja. Bei ihrer Sabotage. Sie hat der Katzin einmal den Helm abgenommen, aber das konnten wir leider nicht sehen. Davon gibt es aber Bilder. Die ist nämlich echt schön aus der Maske. So, Helm, sag ich mal. Okay, mit das. Achso, fehlen die Punkte. Ja, dann sind wir fertig. Dann kann die Mission starten. Wissen wir. Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. So, da geht's auch schon sofort los. Wenn auch schon sofort beschossen. So, am zweiten. Was wir brauchen, ist am zweiten Terminal. Das habe ich nämlich noch nachgelesen. So, Idiot, jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Wow. Eieieiei, das war. Jetzt blöd. Gut, das fing scheiße an. Oh, diese blöden Techniker, die einen Scheiß schützen. Ich will jetzt auch nicht gleich meine Heilung hier verpratzen. Ansonsten geht das hier zu sehr auf die Nerven.
So. Zack. Vergiss es, Freundchen. So, schick mal deine Drohne los. Und, ich glaube, es ist unsere Drohne. So. Na komm, den Schützen da unten, den schafft ihr schon. Da vorne gibt es Munition. Scheint ein Wüstenplanet zu sein. Na kommt schon, diesen Sturmschützen kriegt ihr wohl hin. Okay. Wo steckt er? Du bist gerade echt widerspenstig. So, tschüss. Auf zum ersten Terminal. So, nee, es ist da. Es ist da unten. Also gehen wir auch da unten hin. So, das wäre Hackgerät Nummer 1. Wow, 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 was war das denn gerade? So, bei dem jetzt gleich, also beim zweiten Gerät, muss das sein, was wir finden und was wir suchen. Und Edi, was machst du da oben? Ich wusste nicht, dass du es kannst. Ja, ha. Edi hat die Schwerkraft besiegt. Hurra! Und steht auf dem Geländer. Ja, ich bin gespannt, ob sie in Andromeda ein paar kleine Bugs beseitigen. So wie auch diesen Slenderman-Effekt, sag ich mal. Indem die quasi in Sekunden ihre Köpfe drehen oder so. Beziehungsweise sie total skurril bewegen. Oder sich porten von A nach B. Bin ich mal gespannt, ob sie das beim Andromeda-Teil dann gefixt haben. Ich meine, Problem habe ich nicht. Problem habe ich damit nicht. Es ist mir nur aufgefallen ab und zu. Durch. So, da, am zweiten Hackgerät. Dort irgendwo muss das sein. Dort irgendwo muss das sein. Was sind die Nemesis? Wow, wow, wow. Ist aber langsam mal gut hier. Mit dir.
So, neben dem zweiten Hackgerät. Also hier irgendwo. Hier im Umkreis müssen sich diese Daten... Ah! War das... War sie das? Die Technologie? Oder... War sie das nicht? Wo sind die Codes? Vor allem frage ich mich gerade, habe ich jetzt die Technologie oder nicht? Beziehungsweise habe ich jetzt, was ich suche, oder habe ich es nicht? Was sind die Beinschienen? Wurde gesagt, nahe des zweiten Terminals. Sollen diese verschlüsselten Dinger sein? Ah, da! Irgendwelche Cerberus-Verschlüsselungsalgorithmen. Super! Ich denke mal, jetzt haben wir sie. Sind Sie da? Sie hat Angst, die finden Sie, wenn Sie antworten. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden, Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie, aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Gut, okay. Dann auf zum letzten Terminal. Historie weg. Eure komischen Rauchwolken nützen euch gar nichts. Zack. Zack. Und tschüss. So, der wäre auch weg. Oh, die machen Instant Kill. Die machen Instant Kill. Die töten einen sofort. Phantome sind nicht gut. So, weg. Aufgeräumt. So, jetzt reicht's. Bam. Was für ein Dummkopf. Oh Mann, ihr nervt. Lieutenant. So, ich denke mal, dann haben wir es geschafft.
7 Missionen abgeschlossen. Und gleich gehen wir nochmal zurück zur Citadel. Und dort gebe ich dann noch die Codes ab. Dann fehlt ja im Prinzip nur noch das DLC. Das andere DLC. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett Ende. So. Was die Laberrunde angeht, das kommt auch noch dran. Wir haben ja genug Zeit. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell zurück zur Citadel. Und werde dort die Daten abgeben. Beziehungsweise die Codes. Das geht ja recht fix. Und Kevans! Das war eine recht kurze Mission. Die DLCs dagegen waren wesentlich länger. Beziehungsweise das DLC. Ach nee, die DLCs. Es gab aber noch ein anderes zwischendurch. Mit dem Landurlaub, was noch nicht fertig ist, denn da fehlt ja noch die große Abschlussparty. Und die kommt vor dem Grande Finale. Einfach, weil es dann ganz gut passt. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Dann wollen wir mal. Wenn es hier nicht ist, gucke ich gleich mal nach. Ich glaube, es war hier. Und liege ich richtig, dass es hier war? Ja. So, Zielpunkt, Zielpunkt, Zielpunkt. Wo haben wir den Zielpunkt? Ach, wird der blau angezeigt denn? So. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, sie könnten vielleicht hilfreich sein. Cerberus-Codes? Genau danach haben wir gesucht. Danke, Commander. So, und dann würde ich sagen, Ende dieser Part von Mass Effect 3. Beim nächsten Mal geht es dann in das DLC zu Dock Nummer 24 und zur Rückeroberung von Omega. Also bis dann!